Vom Kopf her gibt es für mich keine Trennung. So, für mich ist alles Leben. Für mich gibt es keine Trennung zwischen Arbeit. Hi Leute. So, jetzt wollte ich euch mal kurz zeigen, wie ich eben so einen Tag verbringe. Und mal kurz so ein bisschen meinen Tagesablauf für euch mal dokumentieren. Habt ihr euch die ganze Zeit schon gewünscht? Ich werde ein paar Bilder einblenden und dann könnt ihr einfach mal sehen, wie so ein Tag bei mir abläuft. Also es war wirklich so ein, ja, ich habe mal so einen durchschnittlichen Tag zusammengefasst. Also fangen wir eigentlich mal an beim Start in den Tag. Also früh wache ich eigentlich auf, stelle mir keinen Wecker oder sonst was. Kann ich mir gut einrichten, das passt eigentlich. Morgens mache ich eh immer nicht so viel arbeitstechnisch, weil, genau, ihr seid auch, arbeiten meistens so. Ich arbeite eigentlich mehr ab Mittag, abends. Oft habe ich halt auch abends noch einen Livestream oder beantworte Fragen abends halt. Und ihr kommt eben meistens von der Arbeit so und deswegen auch die Beratung und so mache ich meistens nachmittags, genau. Und ja, also im Grunde morgens eben stehe auf, gehe mal ins Bad, putze die Zähne und genau. Und dann mache ich danach eigentlich immer Körperübungen. Im Moment sogar 1-2 Stunden jeden Tag. Sonst habe ich so eine kleine Routine oder wenn mal irgendwas ist, dann mache ich halt so ein paar Grundübungen. Eigentlich ist es so, dass ich mal jedes Gelenk jeden Morgen bewege. Und dann Atemübungen mache oder Yoga-Übungen, genau, solche Geschichten. Danach beantworte ich mal kurz Nachrichten, egal über welche Kanäle, sei es jetzt E-Mail, WhatsApp oder sonst was, was gerade so ansteht eben. Und dann ist es halt sehr, sehr verschieden so, dann arbeite ich halt ein bisschen was. Früh esse ich eigentlich nie was und dann, wenn ich merke, okay, ich habe langsam Hunger, Dann esse ich irgendwas nachmittags. Manchmal esse ich im Moment auch nur einmal. Kommt drauf an, so wie ich gerade irgendwie Hunger habe und was ich gerade mache. Und wenn ich irgendwie im Fluss bin und gerade was mache, dann, keine Ahnung, dann vergesse ich oft das Essen und denke da gerade gar nicht dran und dann esse ich später gegen Abend. Genau, aber eigentlich so ein typischer Tagesablauf eben. Morgens aufstehen, kurz ins Bad, Körperübungen. Währenddessen mache ich manchmal so ein bisschen irgendwas im Haushalt, mal kurz was abwaschen, irgendwas, wo gerade halt ansteht. Irgendwas im Haushalt nebenbei oder Pflanzen gießen oder sonst was. Und genau, also so vormittags, ja, bis 10, 11 Uhr, sage ich mal, mache ich eigentlich immer erstmal ganz ruhig in den Tag starten. Und dann eben, ja, PC meistens. Bisschen, ja. Auch Kommentare beantworten, Videos drehen, all die Sachen, sowas in die Richtung. Mal Teambesprechungen machen, dann manchmal noch Livestream, Frage-Antwort-Runde, ja, mit allen, die in der Zusammenarbeit mit drin sind. Videos drehen, Videos aufnehmen, Videos schneiden. Manchmal schneide ich selber, kommt drauf an. Und dann so, ja, am PC halt. Gestalterische Sachen manchmal, Social Media planen, posten und so weiter. Vielleicht habe ich nochmal irgendein Gespräch mit jemandem aus der Zusammenarbeit oder was habe ich noch? Ja, also Dinge, die mit dem ganzen Social Media Zeug anfallen, Steuern, was auch immer. Ja, alles, was gemacht werden muss. Und dann zwischendrin gehe ich eben eine Runde raus, ja, eine Runde spazieren oder sonst was, je nachdem im Sommer mein Skatepark, so wollte ich jetzt mal wieder öfter, auf Skates raus, Fahrrad fahren, wandern, klettern, keine Ahnung, was auch immer, was ich Lust drauf habe, was gerade so ansteht und dann eventuell nochmal was essen abends und genau und dann eben Sachen organisieren, was gerade so ansteht. Ja, mit den ganzen Online-Geschichten nehmen. Oder ja, Buch lesen mache ich fast nicht mehr, ist mir aufgefallen. Also ganz selten mal 1-2 Seiten lesen, weil meistens einfach
nicht die Zeit in Anführungszeichen dafür da ist, beziehungsweise ich die Zeit halt anders nutze mittlerweile. Wenn ich irgendwas brauche, wo ich was machen möchte, machen muss, so, dann lese ich da was nach. Oder ich lese halt irgendein Buch, wo ich nur kurz nachlese und dann Übungen draus mache, sei es jetzt Atemübungen oder sonst was. Aber eigentlich, wenn ich Zeit habe, dann nutze ich die eigentlich eher rauszugehen, Körperübungen zu machen, Atemübungen, meditieren, sonst was. Aber lese nichts in der Zeit, sondern gehe halt direkt in die Praxis so. Oder lese halt mal kurz was nach, mal eine Seite oder so und dann mache ich was. Das ist eigentlich der Punkt. Das ist eigentlich immer weniger geworden, das Lesen. So, sonst sehr, sehr viel gelesen. Erstmal Infos sammeln, aber jetzt mittlerweile lese ich nicht mehr viel, weil, wie gesagt, die Umsetzung ist eigentlich viel, viel wichtiger. Ja, genau. Aber das ist mal so ein typischer Tagesablauf. So, und ich werde auch nochmal, wenn euch das interessiert, so was ich esse, wird es nochmal ein extra Video geben, wie ich schlafe. Was haben wir noch? Was ich sonst noch den ganzen Tag mache. Dazu wird es nochmal extra Videos geben. Ansonsten, wenn euch das Ganze gefallen hat, schreibt gerne mal unten drunter, gebt einen Daumen nach oben, damit ich Bescheid weiß und dass ich öfter mal so ein Video mache. Und schreibt mal gerne unten drunter, wie ihr das macht, wie euer Tag so abläuft, was ihr in den Alltag einbaut. Also was ich eben wirklich jeden Tag einbaue, ist halt dieses einmal rausgehen. Gehe immer eigentlich eine Runde raus, sei es auch nur kurz, sei es nur 5 Minuten mal, irgendwie mal frische Luft schnappen. Bin eigentlich immer auch in der Sonne. Ja, oder Fenster sind offen. Und dann Körperübungen jeden Tag. Und ja, mit euch in Kontakt treten eigentlich jeden Tag. Ich habe auch nicht so ein typisches, hey, jetzt ist Sonntag und Wochenende. Also ja, Sonntag, Wochenende mache ich eigentlich zum Beispiel keine Termine. Das heißt jetzt Erstgespräche oder sonst was, weil nicht mal, weil ich jetzt unbedingt von mir aus sage, okay, passt nicht, sondern einfach, weil ich gemerkt habe, okay, die Termine, die Erscheinungsrate ist einfach zu niedrig. So, ja, wird ein Termin gemacht und dann ist doch irgendwas anderes und wird nicht abgesagt oder sonst was. Und dementsprechend, genau, mache ich keine Termine mehr. Sonntag sowieso nicht. Samstag, ich weiß gar nicht, ob ich manchmal Samstagvormittag, je nachdem, wer es ist und was da ansteht. Genau, klären das aber dann auch wirklich ab. Und ja, weil das, genau, aber ansonsten jetzt Wochenende, ich mache auch trotzdem immer irgendwas. Für mich gibt es jetzt nicht so diese, natürlich habe ich so die Zeiten, wo ich gewisse Dinge mache, aber für mich gibt es auch nicht innerlich, rein vom Kopf her, gibt es für mich keine Trennung. So, für mich ist alles Leben. Für mich gibt es keine Trennung zwischen Arbeit. So, ob ich jetzt ein Möbelstück mir irgendwie zusammenschuster und ein bisschen handwerkle oder ein Bild mal oder ob ich ja, mit euch was mache, es ist für mich alles gleich. Es ist alles Leben so. Es ist alles mein Leben und da gibt es für mich nicht so den Unterschied. Rein vom Kopf her. So, natürlich trenne ich gewisse Sachen rein vom organisatorischen her, aber es ist nicht so, oh, jetzt muss ich fertig werden oder sonst was. Es ist alles das, was ich machen möchte. Ich weiß, warum ich es mache. Auch wenn mal Dinge dabei sind, die einem vielleicht im ersten Moment nicht so Spaß machen, wie Steuern oder sonst was. Aber man muss es halt machen und ich weiß, wofür ich es mache, damit ich euch helfen kann. So, und dann muss man halt alles machen, was dazugehört. Und auch mal bürokratische Sachen und Regeln und ja, genau. Weil oft ist es gar nicht so viel Zeit, die direkt jetzt in der Zusammenarbeit leider verwendet wird. So, es wird immer mehr, weil ich mittlerweile immer mehr den Papierkram und die ganzen organisatorischen Sachen immer mehr abgeben kann, aber es ist halt trotzdem auch viel, ja, drumherum zu organisieren und zu machen. Genau. Ja, aber das ist eigentlich mal so ein Tagesablauf, so ein Wochenablauf, wie das Ganze so abläuft. Ich denke, dadurch habt ihr mal ein bisschen besseren Einblick. Und ansonsten, ja, wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, gebt mal einen Daumen nach oben und schreibt gerne mal unten drunter, wie das bei euch abläuft. Ist natürlich auch sehr individuell,
Arbeitstechnisch sowieso, aber gerade diese Routinen auch. Was habt denn ihr da eingebaut? Sei es jetzt Körperübungen, sei es jetzt jeden Tag rauszugehen. Was sind die Dinge, die der dann wirklich jeden Tag macht und jeden Tag versucht mit einzubauen? Genau, schreibt es mal unten drunter. Ansonsten euch noch einen wunderschönen Tag und macht's gut. Bis dann, ihr Lieben. Ciao.